Wir schauen uns im folgenden Beispiel an, wie man die Kontrollstrukturen Schleife und bedingte Verzweigung zielgerichtet in Scratch verwenden kann. Nehmen wir einmal folgendes Problem, ein Fangspiel. Die Katze soll, wenn sie im Zimmer auf einen Freund trifft, Hallo sagen und der Freund soll verschwinden. Laufen kann die Katze ja schon mit den Pfeiltasten und mit Hilfe der Anweisung Nächstes Kostüm wird sie beim Laufen animiert dargestellt. Du brauchst erstmal einen Freund für die Katze, also eine neue Figur. Eine neue Figur fügst du unterhalb der Bühnenansicht mit dem blauen Button hinzu. Klicke oder tippe auf die Lupe und wähle aus der Galerie eine Figur aus, die dir als Freund der Katze gefällt. Im Video siehst du zum Beispiel einen blauen Hund. Ändere den Namen der Figur um in Freund, indem du unterhalb der Bühnenansicht in das Textfeld unter Figur den neuen Namen reinschreibst. Positioniere den Freund auf der Bühnenansicht und passe bei Bedarf die Größe der Figur an. Die Katze ist im Beispiel übrigens schon in Held umbenannt worden. Ob die Katze den Freund berührt, kann dir ein Sensorblock in der Kategorie Fühlen sagen. Sensorblöcke haben eine besondere Form. Sie laufen an beiden Enden spitz zu und lassen sich nicht wie ein Anweisungsblock einfach so in ein Skript einrasten. Sie müssen zum Beispiel in einer bedingten Verzweigung als Bedingung eingesetzt werden, da sie eine eindeutige Antwort, also Ja oder Nein, als Ergebnis liefern. Klicke zuerst auf die Katze in der Bühnenansicht oder in der Miniaturansicht darunter. Ziehe dann aus der Kategorie Fühlen den ersten Sensorblock wird Mauszeiger berührt in den Programmierbereich, klicke auf das Wort Mauszeiger und wähle die Figur Freund aus. Die bedingte Verzweigung findest du in der Kategorie Steuerung. Der Block ist mit Falls dann beschriftet und ermöglicht dir, den Sensorblock als Bedingung zwischen Falls und dann hineinzusetzen. Es steht nun, falls wird Freund berührt, dann auf den Blöcken. Kann man die Bedingung mit Ja beantworten, führt Scratch die Anweisung in der Klammer der bedingten Verzweigung aus. Ziehe deshalb den Sage für 2 Sekunden Block in die Klammer hinein und schreibe Hallo in das Textfeld. Wenn die Katze den Freund nicht berührt, wird der Teil in der Klammer übrigens übersprungen. Es gibt noch einen weiteren Block für eine bedingte Verzweigung, den Falls-Dann-Sonst-Block. Dieser besitzt eine alternative Klammer. Das heißt, wenn die Bedingung nicht zutrifft und deshalb mit Nein beantwortet werden muss, können alternative Anweisungen ausgeführt werden. Wir halten fest, eine bedingte Verzweigung reagiert auf eine Bedingung, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden kann und damit zutrifft oder nicht. Trifft sie zu, wird eine Anweisung oder eine Folge von Anweisungen in einem Teil der Verzweigung ausgeführt. Trifft sie nicht zu, kann bei Bedarf eine alternative Anweisung oder Folge von Anweisungen in einem anderen Teil der Verzweigung ausgeführt werden. Du kannst nun die bedingte Verzweigung an die 4 Ereignisskripte anhängen, um bei jedem Schritt zu überprüfen, ob der Freund berührt wird. Oder du nimmst ein neues Ereignis, wenn grüne Flagge angeklickt, und prüfst in einer Dauerschleife, ob die Katze den Freund berührt.
die Schleife, wiederhole fortlaufend, findest du in der Kategorie Steuerung. Das Ereignis in der Kategorie Ereignisse. Um das Ereignis auszulösen, findest du oberhalb der Bühnenansicht das grüne Flaggensymbol. Wenn du das Skript mit der grünen Flagge unterhalb der Bühnenansicht auf die Miniaturansicht des Freunds ziehst, kopierst du es zu ihm. Klicke anschließend auf dessen Miniaturansicht. Wenn du Wird Freund berührt änderst in Wird Held berührt oder wie auch immer die Katze von dir genannt wurde, dann kannst du Sage Hallo für 2 Sekunden entfernen und stattdessen aus der Kategorie Aussehen die Anweisung Verstecke dich in die Klammer der bedingten Verzweigung setzen. Noch ein Tipp, setzt du bei der Katze vor der Dauerschleife ein Gehe zu XY und bei dem Freund vor der Dauerschleife ein Zeige dich direkt nach dem Ereignis Wenn grüne Flagge angeklickt, wird das Fangspiel mit Klick auf die Flagge jedes Mal ordentlich zurückgesetzt. Teste dein Spiel anschließend mit Klick oder Tipp auf das Symbol ganz rechts oberhalb der Bühnenansicht. Es gibt übrigens weitere Arten von Schleifen, zum Beispiel die Zählschleife. Sie besitzt nur eine bestimmte Anzahl an Durchläufen und ist deshalb keine Dauerschleife. In Scratch findest du sie in der Kategorie Steuerung als Wiederhole x-mal Block. Wir halten fest, mit Schleifen lassen sich Anweisungen oder eine Folge von Anweisungen wiederholen. Es gibt Schleifen, die nur eine bestimmte Anzahl an Durchläufen haben und Dauerschleifen. In Schleifen können weitere Kontrollstrukturen wie bedingte Verzweigungen sogar weitere Schleifen eingebaut werden.